Und bei welchem Redner haben sich denn immer die meisten Arbeiter versammelt? Gab es da so... Nach dem Eisner Tod waren eher die radikalen Redner, die kommunistischen Redner am liebsten, wenn die einmal aufgegangen sind. Auch die Anarchisten, der Landau und der Mischam, die waren gewaltige Redner auch, gell? Was haben die in ihrem Ding? Haben sie auch zugestimmt für die Räterepublik und erst was haben die ein bisschen andere politische Richtungen gehabt, ne? Das haben sie nicht ganz akzeptiert worden. Gab es da Plakatanschläge in der Stadt? Ja, und dann sind die Leute rausgekommen? Ja, mit Unterschriften und so weiter. Und dann haben sie auch Flugblätter verteilt und Zeitungen in und der so Stadt. Weiter. Na, da und dann haben sie sich hier versammelt? Ja, waren meistens waren dabei, die waren schon ein paar Kilometer so Sachen mitgehabt haben. Ne? Am Nachmittag oder wann war das dann? Meistens in aller Früh. In aller Früh? Ja, um 10 Uhr, um 8 Uhr schon. Je nachdem, weil es schon gesteigt worden ist, haben wir gleich Zeit gehabt. Ja. Und es ist nicht lange gearbeitet, weil damals waren solche Unruhen. Und die Soldatenrede und die Arbeiterrede, und die Bauernrede, wo alle immer schon beieinander waren, die haben auch wieder eine Versammlung gehabt in die großen Wirtschaften. Nicht? Und da war keine so große Einigkeit. Nicht? Da jeder hat also gewissermaßen der eine Suppenkopf, die war so gut wie am Matheser als erste Mal. Nein, ich komme ein bisschen ins Staat. Gleich nach dem ersten Umschlag da vor 18 Jahren November, da waren am Matheser Maschinengewehr gestanden, nicht wahr? Dann habe ich gesagt, das war eine SPD-Versammlung, sage ich, warum steht denn das Maschinengewehr da? Zwei waren es, gell? Dann habe ich gesagt, ja, gegen die Spartakisten. Ich habe aber schon im Unterbewusstsein gewusst, was Spartakisten ist, gell? Und in der Zeit war ja doch in Januar, waren doch in Berlin die Straßenkämpfe, die Januaraufstände, wo dann die Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht den Spartakusbund gegründet haben. Und das hat sich nachher darum, es ist auch früh von der Zentralregierung, vielmehr von der Kommunistischen Partei, ist früh runterbeordert worden. Und was haben denn, wenn diese Versammlungen früh morgens zu Ende waren, sind denn die Arbeiter wieder in die Betriebe gegangen zum Arbeiten oder wurde denn der Streik fortgesetzt? Wenn es geschlossen hat, der Streik ist beendet, jetzt müssen wir die Arbeit wieder aufnehmen, gell, dass die Wirtschaft nicht zu Punkt geht, dann sind sie alle wieder in die Betriebe gegangen. Gell. Und die größte Streikbewegung war, wie gesagt, auf dem Tod von Eisner und danach auch. Und anlassen die noch das Ganze sich in eine revolutionäre Bewegung, in der Räterepublik ausgerufen hat. Der Lewini wollte das. Der ist von Berlin runtergeschickt worden und hat gesagt, er sollte es also dran, dass sie das in Bayern auf die Richtung richten. Nicht wahr? Ja, also wie gesagt, damals, nachdem, eine Woche danach, wie der Eisner erschossen war, da sind nachher die Arbeiter aufgerufen worden zu einer riesen Protestdemonstration. Und auch die Rotarmisten hauptsächlich, die waren da hübsch vertreten. Aber ich war bei der Demonstration dabei, die wurde von den verschiedenen Betrieben aus gemacht worden ist. Und da sind die einen so nah marschiert, da war ich dabei und die anderen so runter. Und da war immer jeweils von jedem Betrieb ein Fahnenträger dabei. Dann nicht bloß die zwei von Mappi und Klaus, wo ich mal erwähnt habe, sondern jeder Betrieb hat seine Fahne gehabt, gell? Und zwar eine rote Fahne, gell? Und die hat die entsprechenden Beschriftungen gehabt. Transparente waren dabei und bewaffnet waren wir alle, wie wir da aufmarschiert sind. Das war so quasi ein Aufmarsch der Roten Armee in dem Sinn. Ne? War das über die ganze Straßenbreite hier an der Ludwigstraße? Ja, ja. Auf beiden Seiten? Die wir drin gegangen sind, so runter. War schon geordnet, alles geordnet, im Maastricht, gell? Aber die sind auch zu acht dann übereinander gegangen, gell? Teilweise. Das war nicht befohlen, aber das haben sie noch gemacht, damit das richtig ausgeschaut hat. Also wie gesagt, das war genauso wie auf der Theresienwiese in der Form, dass da sich in der Breite abgespielt hat. Das hat sich da auch in der Länge so angespielt, gell? Und da haben sie noch auch gesungen und noch wieder so verschiedene revolutionäre Parolen von sich gegeben, gell? Nieder mit der Reaktion, gell? Wart ihr bewaffnet dort? Ja, ja, das Leben, jeder hat seine Lauten gehabt mit dem Kolben nach oben und einem Lauf nach unten und so, das marschiert worden, gell? Und das Leben, die Räder in der Blick, nieder mit der Reaktion. Nieder mit den Mördern, gell? Und hauptsächlich einen scharfen Alkohol. Ja, dann der, die meiste Ruhe gehabt, weil der war damals 20 Jahre alt, war Student, und hat ihn da erschossen, weil er Menschen vom Bolschewismus retten wollte. Und vor allen Dingen ein Monarchist war. Und da haben sie auch die Betriebe, haben ja verschiedene Standplätze gehabt, gell?
BMW in ihre Richtung, nicht? Und der Kustermann in die Richtung. Und der Gürtel war damals noch eine berühmte und die Schiebbremse hat auch schon existiert. Man mindestens der Tegel, überall, jeder Betrieb, der wo hier in München ist, der ist damals auf die Füße gewesen, gell? Und ist damals marschiert. Da hat es keinen Betrieb gegeben, der wo sich da ausgeschlossen hat, vor allem die Großbetriebe, gell? Sind denn auch Leute hier am Straßenrand gestanden und haben zugeschaut und sind nicht mitgegangen? Ja, schon. Die hat es ja alle interessiert, gell? Die, wo nicht mitgekommen sind und die wo überhaupt Interesse gehabt haben. An den Arbeitern und an die Roten, die sind da schon entlang gestanden. Nicht einmal dichter und einmal schwächer. Ne? Und aber die anderen, die Bursche auch sieht, die hat da drum, haben sie hinter die Fenster runtergerührt, gell? Und haben schon gemeint, sie werden umgebracht, gell? Haben wir so geschaut. Gell? Das habe ich in der Gruppe beobachtet. Und in unserer Reihe, wo wir marschiert sind, gell? War ungefähr der grausische Fahnenträger war ja an der Spitze. Von der Firma Kraus, aber durch das, dass die hintereinander marschiert sind, die verschiedenen Abteilungen von den Fabriken, hat das ausgeschaut wie in der Mitte. Und die sind sie da ungefähr, sind sie den zwei Fahnenträger begegnet. Mhm. Da sind sie so vorbeigekommen und da haben die gerade die zwei Fahnen, das habe ich so in Erinnerung, die haben sie noch hochgeschwenkt, noch so, gell? Da haben die Mafia einen riesenlangen Arbeiter gehabt und wir beim Kraus haben auch einen langen gehabt. Und das hat mir natürlich ein Hallo gegeben. Das ist einmal lustige Worte gewechselt worden, bis es dann sich wieder vorbei war. Also das ist halt meine Erinnerung damals, wie ich es noch so gehabt habe. Aber das ist alles in geordneten Bahnen gegangen. Die sind nicht so umeinander gewürfelt dahergelaufen, wie es oft so heißt. Das ist eine Sache. Aber das war die Rote Armee damals. Ja. Die wurde aus den Betrieben gebildet. Ja. Von den die ganzen Arbeiter. Die Rotarmisten selber, gell, die sind ja an der Spitze vom ganzen Zug gegangen, beim Anfang schon. Ja. Von daher wird es so. Und von daher auch, nicht wahr? Also daher wir und so her die anderen. Und da waren uniformierte Rotarmisten dabei. Gell. Die waren Uniform der Soldaten, okay, Soldaten, die sozusagen, und die, wo es allgemein rote Garde genannt haben. Wir haben Armbinden gehabt, also die Armbinden und das jeweilige Gewehr, wo einer gehabt hat, also zur Verfügung. Nicht? Aber alles hängt, alles holt nach oben, lauf nach unten sozusagen und marschiert und gleichschaltet. Schon ein bisschen was gleichschaltet, was ich meine, haben die anderen noch, die weiß gar nicht, wissen, was ist denn die Dinge? Das sind Zigeuner, wir waren keine Zigeuner. Das war schon diszipliniert und jede Gruppe hat auch ihren Ordner gehabt und ihren Ding, was soll ich denn, wenn man so sagen, so ein Führer, die Rotarmisten haben wir einen Feldwebel gehabt, gell? Mhm. Und auch einen Leutnant und bei uns so waren auch noch die Leute aufgestellt von Dingliche. Und Betriebsräte. Also in den letzten Maikämpfen 1919, wo das Freikorps Epp einzogen ist das hier noch ein Erinnerungszeichen an die Gewehrfabrik Seelbauer. Und hier an diesem Platz da, dem weiten Platz, da war die Gewehrfabrik, war damals ein staatlicher Bau in dem Sinn, gell? Nicht allzu hoch, aber es war wie so ein Ding, war so festungsartig dargestellt mit Zinnen und der Bau war nämlich, auffällig, gell? Und das war die Ding, da sind die Gewehre hergestellt worden, damit, da ist die Agra noch nicht gestanden, die Bauten ringsum waren alle noch nicht gestanden, auch das noch nicht da, und da drüben auch nicht. Ja, und da war seinerzeit, wie dann da die Kämpfe waren, die in die Freikorps reingekommen sind, da sind dann die Dinger. Dann war das da besetzt von der Rotarmee, von den Rotterdisten. Wart ihr da auch dabei? Ja. Da waren wir Abteilung. Von Maffei? Da war eine Abordnung vom Graus, gell? Alles Graus, immer noch von der grausischen Fabrik. Wir haben noch die Wachen unternehmen müssen, gell? Auch heraus und drin, und dass da keiner eindringen ist. Von den Weißen und von denen. Jetzt ist aber das so gewesen, da drinnen, die haben das gesagt, die Roten, sie wollen die Stellung halten, die Gewehre brauchen wir bis zu den Endkämpfen, nicht wahr? Jetzt sind auf einmal aber sind noch die von der Ding so dahergekommen, die Weißgardisten, das heißt, die Freikorps waren aber alles so anzogen wie die Regierungstruppen, wie die Weißgardisten, nicht wahr? Der Eben selber war nicht dabei. Von wo sind die gekommen? Von daher, von der Tegernseer Landstraße, da hinten drauf. So her, gell, haben sie gekümmert und auch von da hinten her. Ne?
vorher weniger, nicht wahr? Weil da war ja, vorher sind ja starke Waffen gewesen mit Maschinengewehr, gell? Da war der Eingang noch da auch, gell? Da war da der Haupteingang. Und habt ihr euch verteidigen können? Ja, ja, wir haben rausgeschossen, solange es gegangen ist, gell? Und dann? Die sind aber nachher mit schwere MG sind die gekommen und haben reingeschossen. Und was habt ihr dann gemacht? Da war weiters nichts los, gell? Die haben wir da abgefeiert, ja. Haben wir geschossen, was ist. Und dann hat da hinten so ein Feldwebel gestanden und hat gesagt, wenn es brenzlig wird, dann wir es nicht halten können, sagt er, dann gehen wir da hinten raus. Als wir die gesehen haben da vorne, dass das alles da hinten sich abgespielt, dann haben sie da rüber geschwenkt, dann waren da nicht mehr viel da. Gell? Und da waren aber nachher noch aufgestellt. Und mir ist gelungen, da war das war noch alles noch nicht da, die ganze Straße noch nicht. Ist mir gelungen, und zwar noch da, und wir sind noch dann über in den Bauernhof. Und die haben noch gedacht, am besten ist gleich in den Misthaufen rein, da schenkst du nicht und du kannst da schenkst zu. Ich bin in meinem Ding, man kann es auch sagen, ich habe Angst gehabt, dass mich nicht erwischen. Ich habe noch einen ganzen Patronen gut voll Patronen gehabt und quer. Und da habe ich bei dem, wie ich da niedergesprungen bin, das ist auch unter Gefahren gewesen, die haben da nicht so Obacht gegeben. Ich bin da raus, ich war in Zivil an sich, da habe ich weg, dann bin ich da rüber und in den Misthaufen rein. Und da bin ich rausgeschossen, was gegangen ist. Gell? Da habe ich noch gut erwischt, die, wo sie da so hergeschlichen haben. Und die, wo noch nach hinten wollen, wo die anderen ausgebrochen sind, habe ich noch ganze Tage noch zusammengeschossen, bin aber nachher nicht raus aus dem Misthaufen. Und habe nachher nur, so haben wir auch schon so Löcher gestochen gehabt, gell? Mit den Fingern so rausgearbeitet und dass ich ein bisschen nachschauen habe können. Ne? Und habe ich das ganze Spiel geschenkt, da waren dann Tote und Verwundete, waren schon rumgegangen, auch von denen und auch von den unseren. Und dann hat sie auf einmal ist noch abgeebt, das war spät abends, da war es noch düster geworden. Dann bin ich noch eine Zeit lang drin geblieben und dann bin dann heim. Ich habe aber da nicht da gewohnt, sondern bin nachher nach Neuhausen raus. Da bin ich zu Fuß raus nachher. Und da war es aber nachher schon so. Okay, zum Teil haben wir die Quere noch gehabt, die Aufrufe waren noch nicht da, zum Waffen abliefern, aber da ist es so schwer gegangen, da sind schon so verschiedene, in der Stadt schon so verschiedene Truppen, von den Weißgardisten postiert an gewisse Plätze. Aber nachdem es da heraus doch nicht Bahnhofsache im Sinne da war, hat sie sich bloß um die Querfabrik da gehandelt. Das ist, haben die irgendwie spitz gekriegt, dass die noch besetzt ist und die haben es noch erledigen wollen. Weil der Epp ist noch in alle denen Schlupflöcher, und in den Schlupfwinkel, also vom Zeitung lesen und vom Hörensagen, ist er noch rum mit seinen Freikorps da und hat noch die Kirsinger da noch ganz verdrimmt und aufgerieben. Nicht? In der Zwischenzeit bin ich nachher damals, da war es noch abends, dunkel, gell? Ich habe mein Gewehr noch da so hingehabt, aber ich schaffte die nicht irgendwo. Und da ist die gedrehte Sicht, gell? Wir haben schon wach gehen müssen. Dann bin ich heim und danach ist noch so der Aufruf gekommen, wir müssen die Waffen abliefern. Und dann haben wir das alles abgeliefert. Und da habe ich auch erzählt seinerzeit, dass sie uns noch rausgeschafft haben.